deiner Würde. Das heißt, wir können hier den Weg zurückgehen. Und hier eins hoch. Okay, das hier sieht wie ein Wohnzimmer aus. Ja? Immerhin. Jetzt habe ich schon wieder Quicksave gedrückt, aber es ist denn ich besser. Verschwinde jetzt. Schau dich hier mal vorsichtigst um. Erstmal hier in der Bücherei, würde ich sagen. Da können nämlich auch gemeine Fallen lauern. Aber scheinen keine zu sein. Die Geschichte dem. Die Geschichte von Halorua. Die Geschichte das. Die Geschichte von 1300 etwas. Die Geschichte Rückkehr. Die Geschichte des Jordan. Die Geschichte von Kelben. Ja, sind viele interessante Bücher dabei. Da unten gehen wir erstmal nicht lang. Ihr benötigt etwas, Fremde? Oh, wer bist du? Ihr benötigt etwas, Fremde? Keinen Schritt weiter, nennt euren Namen und was ihr an diesem Ort wollt. Nehmt mir euren Namen, ich bezweifle, dass ihr Durlak seid, also seid ihr genauso ein Eindringling wie ich. Talisa werde ich genannt und bin hier, um den Turm zu plündern. Ist das vielleicht ein Problem? Mein Name geht euch gar nichts an. Wollt ihr mir Böses? Ich würde es hassen, euch umbringen zu müssen, wo wir doch gerade erst kennengelernt haben. Talisa wird schon als Name tun. Gedenkt ihr auch, dieser Höflichkeit zu entsprechen? Wer seid ihr? Beruhigt euch, Freund. Ich will mit euch nicht streiten. Wir scheinen auf das gleiche aus zu sein. Können wir diesen Turm nicht einfach teilen? Fragen wir nach der Höflichkeit. Ricolo werde ich genannt. Und ich denke nicht daran, diesen Platz mit euch zu teilen. Es gibt noch viele mehr Ebenen. Ihr solltet euch einfach weiter nach unten begeben. Ärger gibt es für uns beide dicke genug, auch ohne dass wir uns um die Beute streiten. Na nun kommt schon, ich werde alles mit euch teilen, was ich finde. Und wenn ich daran Anstoß nehme, wenn ihr mir sagt, wohin ich zu gehen habe, ich könnte wütend werden. Wenn ihr das so wünscht, dann sei es so. Wir können doch teilen. Ha, dem Tag, an dem ich einem Verliesräuber abnehme, dass er seine Beute teilen will, schneit's in den neuen Höllen. Streift herum, wo ihr wollt, und wenn ich jemals eine Münze von euch erhalte, wird mich das sehr überraschen. Okay, das heißt, auf dieser Ebene, hier entschärfen wir erstmal sicherheitshalber die Falle, gucken wir uns nachher um. Was wollt ihr? Wenn wir einen Weg gefunden haben, ihn loszuwerden, nichts vielleicht leichter finden als das. Wir ja oben irgendwas im obersten Stock, oh, da sind wir ja schon, mit dem wir ihn gut dazu bringen können, einfach zu gehen und uns das Stockwerk zu überlassen. Mich kümmert's nicht. Weil Talisa ihn nicht unbedingt töten will. Okay, der Zugang zu diesem Zimmer ist sicher. Hier ist ein Schachbrett. Schönes Detail. Das ist verschlossen. Eine offene Wunde im Antlitz von Mutter Erde. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Ja. Kannst du leider nicht. Außerdem stelle ich nicht so an, Yahira. Schutzumhang plus 1. Zauberrobe gegen Elektrizität. Ach ja, und du kannst dahin, so. Beziehungsweise, was könnte denn dahin? Ach, einer der Lähmungsstäbe. Inventar ist schon voll. Naja, wir haben ja noch Khalid und Talisas Inventar und zur Not Imoen. Du bist ja, ich hab genug davon. Okay, gucken wir uns weiter vorsichtig um. Hier scheint schon mal nichts zu sein bedrohliches. Nichts leichter als das. Schicken wir zur Sicherheit mal Talisa hinterher, weil ich glaube, auf der Ebene gab es Untote. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt.
Hier scheint ja, sicher zu sein. Würde. Ja, ich habe genug davon. Ah, der Truhe könnte eine Falle sein. Ja, ist auch eine Falle. Und ein Feind. Was wollt denn gut? Genau diese Gule meinte ich nämlich. Oh, die können immer noch krank machen. Du hast Verletzungspfeile und Betäubungspfeile gefunden. Du bist ja ein komischer Kauz. Denn ich verschwinde jetzt. So, hier dürften noch mehr Untote rumwuseln. Ja, genau. Gut. Weißt du was? Göttliche Macht, dann gehen sie schneller zu Ops. So. Genau so muss das gehen. 24 Schaden. So, ich gucke einfach mal diesen Gang hier entlang. Da wäre noch eine Treppe runter. Und da sind noch zwei Ghule. Die wollen, du kannst ruhig weiter drauf schießen oder dich mit dem Schwert verteidigen. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. So, gut. Ja? Ja, wieder den Bogen in die Hand nehmen. Bist du schon all deine Pfeile losgeworden? Nein, die hast du noch. So, dann gucken wir uns den Raum mal an. Was? Ein Ring. Beinahe unter meiner Würde. Göttliche Macht hat schon wieder abgelassen. Mich kümmere, nachgelassen. Ich hab genug davon. Ja, nichts leichter als das. Du bist Janko. Ich hab genug davon. Hier ist ein Edelstein drin. Hier ist ein Waffenregal. Mit einer verzauberten Hellebarde. Was wollt ihr? Gut. Was? Nichts leichter als das. Und da ist wieder irgendeine Triade oder so. Schicksal oder nicht? Ja, gut. Ich bin nicht für diesen Ort bestimmt. Eine Frau? Also diese Zeit unter welche von einer Frau gefunden? Lass mich alleine. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Charme an euch zu verschwenden. Oder halt, falls ihr eine gleichgesonnene Leidensgenossin von den Ketten befreien wollt, die einen dunklen Mann ihr angelegt hat, könnten wir uns vielleicht doch noch ein wenig unterhalten. Was für ein Auswuchs der Schöpfung seid ihr? Die Ruhe des Ortes wurde seit Jahrhunderten nicht gestört. Ich traue euch nicht. Ich habe keine Zeit für hilflose Fräuleins, die sich nicht selbst helfen können. Ihr seid wirklich ein merkwürdiges Wesen. An diesem Ort ist nicht so, wie es scheint. Was habt ihr vor? Dulak und ich, wir waren uns nicht einig über die Behandlung eines meiner Freunde. Meine Versuche, vernünftige Argumente anzubringen, stießen auf taube Ohren. Und seitdem bin ich hier unten gefangen. Schon an die 300 Jahre. Und dieser verdammte Dulak ist nicht auffindbar. Ich werde mich da nicht reinhängen. Wenn ihr hier zu Recht eingesperrt seid, habt ihr diesen Aufenthaltsort verdient. So werde ich mich nicht einmischen. 300 Jahre? Wie habt ihr nur so lange überlebt? Zeit hat kaum wirkliche Konsequenzen für uns eins. Viel wichtiger ist, dass ihr Sterblichen gehörig seid und euch anständig benehmt. Es ist schon demütigend genug, hier gefangen zu sein, seit dieser Dummkopf Dulak weg ist. Und nun soll ich mich auch noch eurem Widerstand fügen? Dulak mag mir zwar meine Flügel genommen haben und mich verflucht haben, an diesem Ort zu bleiben, aber er verfüge immer noch über ein paar Kräfte, denen seine Fallen nichts anhaben konnten. Wenn ich hier nicht herauskomme, werdet ihr es auch nicht. Versucht doch eure Tricks an jemand anderem. Ich werde euch schon den Gar ausmachen. Wir wissen nicht genau, was sie ist. Sie könnte wirklich so eine fliegende Elfin oder sowas sein, wenn sie von Flügeln spricht. Sie könnte aber auch eine Dämonin sein. Wartet mal, wie wäre es, wenn ich jemand anderen finden würde, der euren Platz einnimmt? Was wäre euch das wert? Jemand anderen? Würdet ihr das tun? Oh, ihr seid richtig schön niederträchtig. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Nehmt diese Haarlocke von mir und sieht jemand in der Nähe. Sagt ihm, es wäre die Locke einer Nymphe. Wenn ihr es schafft, die Locke einem anderen männlichen Sterblichen weiterzugeben und dieser sie annimmt, nimmt er einen Teil von mir an.
Das befreit mich und wird ihn hier für den Rest des Lebens gefangen halten. Ja, es muss jedoch jemand sein, der im Turm ist, damit die Verzauberung wirkt. Solch eine Tat wird sich zweifellos in eurem Karma niederschlagen, denn der Zauber an diesem Ort ist stark, aber ich werde euch so dankbar sein. Ihr werdet mich mögen, wenn ich dankbar bin. Werdet ihr das für mich tun? Ja, macht doch nichts, wenn ein Dummkopf hier einfach verhungert. Ja, wir kennen da jemanden, ein Stockwerk tiefer, der uns nicht sehr gut gesonnen ist. Also sagen wir... Also gut, ich werde es für euch tun, aber ihr seid mir einen Gefallen schuldig. Oder auch mehrere. Ich bin sicher, dass wir etwas arrangieren können. Ja, also das macht nicht Talisa selber aus. Das machen... Ja, das macht eher Dünner hier mit ihr aus, weil die daran interessiert ist, was hier passiert. Also nehmen wir das. Wir werden sehen, Sterblicher. Es liegt in meiner Macht, euch mit Won zu entlohnen, die nicht von dieser Welt sind. Enttäuscht mich nicht. Haarlocke von Kirinhall. Okay. Hast du noch einen Identifikationszauber übrig, wollte ich fragen, aber nein, hast du nicht. Schade. Hilft so ein Trank? Ja, diese Haarlocke stammt von einem Succubus, einem dämonischen Wesen, das in Frauengestalt Männer dazu verführt, ihm in die Höllen zu folgen. Okay, es ist Succubushaar. Was wollt? Ich hab genug davon. Gut, das heißt, wir können noch ihr Zimmer uns unter die Lupe nehmen und dann müssen wir auch schon wieder einen Cut machen. Okay, sie hat nur eine große Badewanne in ihrem Zimmer. Na gut. Damit wäre aber, glaube ich, diese Etage hier auch geräumt. Bis auf die Haarlocke, die wir abgeben müssen unten, um sie hier oben zu befreien. Das können wir mal schnell machen. Unter meiner Würde. Obwohl, das macht aus Neugier Dünner hier. Die hat ja die Haarlocke. Ich bin ganz Ohr. Schon erledigt. Ja? Ihr habt für die Gruppe. Ihr habt wie befohlen. Was wollt? Nichts leichter als das. So, geh mal zur Seite. Hey Kumpel, wir haben hier eine Haarlocke für dich. Ihr schon wieder. Was wollt ihr diesmal? Ich habe euch doch schon einmal gewarnt, mir nicht in die Quere zu kommen. Ich habe einige der Rätsel dort unten gut im Griff und da kommt ihr mir unter und unterbrecht meine Gedanken. Tut mir leid, wenn ich euch störe. Ich kam gerade vorbei und dachte, wir könnten uns vielleicht wieder vertragen. Wir müssen keine Feinde sein. Ich ein wenig von meinem Vermögen abgeben. Hier habt ihr etwas, von dem ich bisher gefunden habe. 50 Goldstücke. Ehrlich gesagt habe ich ein Geschenk für euch, aus einem einfachen Grund, dass wir in der gleichen Branche arbeiten. Ich habe dies weiter oben in einer Truhe gefunden. Ich bin zwar kein Experte, aber ich finde, es sieht wie ein Nymphenhaar aus. Aber ich bin nicht gekommen, um euch zu stören. Ich will euch ein Friedensangebot machen. Warum sollten wir uns bekämpfen? Ich bin zwar kein Experte, aber ich denke, dieses Nymphenhaar. Es ist für euch, wenn ihr es annehmen wollt. Wie bitte? Ihr gebt mir... Ich schätze, ich tat euch Unrecht. Ihr scheint doch ganz anständig zu sein. Hier, mein Freund, nehmt dieses kleine Spielzeug, das ich gefunden habe. Fairer Handel unter ehrlichen Leuten. Regolo wird jedem, der fragt, nur Gutes über euch berichten. Okay. Wolkenriesenstärke-Trank. Ja. Zu ihr. Wenn niemand besser geeignet ist. Jetzt fühlen wir uns fast schon schlecht. Was? Gut. Dass wir ihm den Dinger gegeben haben. Ihn damit verflucht haben. Ja, gut. Ich bin ganz schon erledigt. Aber jetzt ist es wohl zu spät. Er schien doch ganz nett zu sein. Wenn man ihm vertraut. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich fühle mich von meinen Ketten befreit. Meine Kräfte kehren zurück. Ich werde meine Flügel zurückhaben, bevor ich in der dritten Ebene meines Heims bin. Ihr habt gehört, was ihr versprochen habt, und wir hatten eine faire und gleichberechtigte Abmachung. Was hatte ich doch gleich versprochen? Wollen nicht von dieser Welt und diesem ganzen Quatsch. Wirklich schade, dass ich von vornherein nicht die Absicht hatte, mich an meinen Teil der Abmachung zu halten. Ich lasse euch aber das Leben und werde euch nicht hinunterziehen, wenn ich nach Hause zurückgekehrt bin. Meinesgleichen werden doch wieder auf euch treffen. Euer Typ ist dafür vorbestimmt. Aber immerhin 4000 Erfahrungspunkte. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Auch wenn Talisa das nicht so gut findet jetzt im Nachhinein.
So, jetzt werde ich aber erstmal wieder speichern. Wir sind ja gut vorangekommen. LP 041. Und dann sehen wir uns gleich wieder.